cooking show. Cooking show. Cooking show. Cooking show. G's cooking show. Cooking, cooking, cooking. Wir laufen, Leute. Alles klar. Ja, hallihallo, Hallöchen. Heute habe ich den David hinter der Kamera und nicht den Alex. Und wir kochen heute Kaninchen. Wir haben da auch schon mal ein bisschen was vorbereitet, aber ich zeige euch erstmal nochmal mit David zusammen so die groben Zutaten. Gehen wir mal hier kurz rüber. Wir brauchten Salz, Pfeffer und Senf. Also Salz, Pfeffer habe ich jetzt schon hier, Leute. Um das Kaninchen damit einzureiben. Vorher wascht das immer unter Wasser ab und dann wird es eingerieben. Das wird aber nochmal kurz dazwischen geschnitten. Da seht ihr nochmal, wie ich mir den abreibe am Kaninchen. Wie gesagt, einfach Salz, Pfeffer überall, auch innen drin. Wenn in Nieren oder so drin waren, nimmt die raus. Die können sonst vielleicht bitter werden. Wir haben sie schon rausgeschnitten. Und ja, da reibt er eben mal nochmal alle richtig schön ein hier. Und dann ist es schon. Fertig. Und Hände waschen. Danach geht es hier drüben weiter. Kommen wir hier schon wieder mal zum Herd. Da haben der David und Icke waren schon so cool und haben Zwiebeln. Und darunter ist auch der Knoblauch. Ich fasse jetzt mal nicht drin. David hat nämlich die Knoblauchpfoten. Und Speck. Also wir fangen mit dem Speck gleich an. Den lassen wir aus. Und dann geben wir das Kaninchen zu, braten das mit an, die Zwiebeln und den Knoblauch dazu. Braten wir alles mit schön an und dann löschen wir das alles mit Weißwein ab. Und dann wandert das Ding unten in den Ofen. Und den Ofen unten, den müsst ihr auf 200 Grad Umluft vorheizen. Und dann jetzt nachher weiter. Da verrate ich euch, wie lange das geht. Genau. Wie ihr ungefähr braucht, ich sag mal, eine so eine kleine Bautzenerpackung. Wir hatten jetzt schon eine angefangene. So eine solltet ihr da mindestens einplanen. Die Sahne brauchen wir dann später auch fürs Kaninchen. Das kommt immer zwischendurch mit rein. Rosmarin auch. Und die Butter, die ist nachher für die grünen Bohnen. Damit wir die einfach drüber hauen. Und das Ei jetzt, wir haben hier auch nochmal Zwiebeln. Hier sind auch Schrutten drin von gestern. Und der Speck, daraus machen wir selber Semmelknödel. Das ist auch das erste Mal für uns, dass wir überhaupt Semmelknödel machen. Also ich bin mal gespannt. Gut. Und dann fangen wir jetzt mehr oder weniger schon an. Später wird langsam heiß. Reißen wir schon mal den Bacon auf. Und dann mal weiter gucken. Ja, falls ihr mich nicht kennt und fragt, wer ist denn der Typ und warum nennt er mich G oder so. Ich bin der G-Man von Allerhand Rap. Und mache mit dem Don Iron One und dem Usen so ein bisschen Mucke. Und wir haben dabei immer Hilfe von unseren Freunden, wie zum Beispiel David, der wieder heute hinter der Kamera steht. Und ja, haben zusammen eine schöne Zeit, machen Mucke, machen ein paar Videos, machen Quatsch zusammen, das, was man so tut. Oder man kocht. Jo. So, jetzt wird das langsam heiß hier. Holen wir schon mal was zum drin rühren. Holzlöffelchen. Und dann legen wir gleich los. Wenn es hier so richtig heiß ist. Würde ich sagen. Trinke ich mal noch ein Schlückchen? Kannst du es nochmal sagen? Bitte. Wenn es so richtig heiß ist. Wenn es so richtig heiß ist. So, man merkt es schon, langsam wird es heiß. Fang einfach schon mal an, den Speck drin zu geben. Ja, wie gesagt, wir müssen ihn jetzt erstmal nicht anbraten. Wir lassen den Speck aus. Das heißt also jetzt nicht hier gleich volle Möhre, sondern jetzt wieder runterdrehen, wo es ein bisschen heiß ist. Weil wir wollen ja erstmal, dass das Fett ausläuft aus dem Speck und dann halt das Kaninchen mit drin anbraten und dann soll der erst knusprig werden. Also das wird natürlich das Ziel. So. Dann rühren wir jetzt hier schon einmal schön drin rum. Und wenn der Speck so ein bisschen ausgelassen ist und sich hier so ein kleiner Fettfilm überall gebildet hat, probieren wir das Kaninchen mit dazu zu geben. Eine kleine Sache ist, das wir schon wissen, der Bräter ist zu klein, den wir haben. Deswegen muss ich gleich mal versuchen, hätte ich vielleicht mal im Vorfeld machen sollen, aber naja, eben dann noch hinten die Wirbelsäule zu brechen, damit wir den dann irgendwie in die Bogen kriegen. Ja, genau. Das ist dann gleich der Plan. Oh, Bacon ist immer geil, oder? Bacon ist immer geil.
ist halt sonst eine ganz einfache Nummer. Wir merken es auch recht schnell. Es ist auf jeden Fall riesen lecker, deswegen musste ich das euch zeigen. Und ihr kocht das auch gerade erst zum zweiten Mal. Auch auf der Art und Weise, wie ich es gemacht habe, weil wir natürlich, weil ich dann so Rezepte nur grob gucke, was man grob machen kann und die dann halt so abändere oder Sachen dazu schreibe oder so, die halt für mich lecker ist. So, der Speck, der ist hier langsam ausgelassen, sieht das schon, das ist so ein kleiner Fettfilm, der jetzt langsam austritt. Und dann muss ich mir gleich mal ein Kanickelchen packen und den versuchen hier irgendwie drin und dem wohl nochmal das Rückgrat brechen. Und dann schalten wir den ganzen Spaß nochmal höher und dann braten wir das richtig schön an. Das ist jetzt gleich der Plan. Ja, okay, legen wir los von hier. Glaub nicht, dass es reinpasst. Nee. Oder? Also. Na, aber dreht sich die Schulter mit ein. Andersrum. Mit Wolke. Obwohl, doch, das könnte gehen. Versuchen wir, ob wir es im Ganzen so hier reinbekommen. Ah, okay, die Füße machen jetzt. Ja, das ist halt, was ich meinte, Leute. Müsst den halt versuchen, hier irgendwie rein zu drücken. Genau, na doch. Hat gerade so doch noch gepasst. So, Freunde. Ich wasche mir jetzt erstmal nochmal kurz die Pfoten. Jetzt liegt das Ding da schon mal mit drin, ne? Und jetzt müssen wir es halt schön von beiden Seiten anbraten. So, drehen wir den mal ein bisschen höher. Und bin mal gespannt, ob man in der GoPro überhaupt was sieht, wenn es gleich ein bisschen anfängt zu qualmen. Natürlich den Lüfter anmachen, nicht vergessen. So. Und jetzt braten wir den Spaß eben mal an. Kann halt dauern, also ich bin immer noch so der Typ, so wie man es halt auch machen sollte, generell bei Fleisch nicht zu oft drehen, sondern eben mal schön anknuspern lassen und mal drunter lunchen oder so und das Fleisch, ob es schon braun genug ist und lieber weniger drehen, weil ja, kann halt zu viel Fleischsaft austreten. Weil wenn er den dreht auf der Seite, erholt sich das Fleisch, dann tritt der Saft aus, wenn es nicht richtig angebraten ist und das wollen wir ja nicht. Ne? So. Jetzt hier schon die Post ab. Blöde ist halt, mein Herd ist nicht ganz so groß, deswegen schiebe ich das hier immer mal ein bisschen hin und her, dass man ein bisschen da mehr, ein bisschen da mehr ist. Und dann muss ich mit dem David mal gucken, wie wir hier drunter gucken. Und dann halt zu schauen, wie weit der Bräunungsgrad ist. Wie gesagt, ihr müsstet nicht knusper braun braten oder so. Das könnt ihr halt so machen, wie ihr wollt. Das muss nicht braun sein. Ihr könnt ja am Ofen später noch den Deckel abnehmen und das nochmal nachbräunen für 10 Minuten oder für 5 Minuten auf einer Grillstufe, dann ist es auch knusprig. So. Jetzt fängt hier schon ein bisschen an zu qualmen. Ui, zu doll gedreht. Hat mein Herd ausgemacht. Jetzt muss ich gleich mal mit dem David gucken, ob wir den Burschen denn auch mal gewendet kriegen. Wie gesagt, ein bisschen braun muss überall sein, auch ein bisschen Röstaromen und so, das soll hier so ein bisschen, das gibt nachher alle Geschmack. So. Ja, ich versuche mal, glaube ich, das erste Mal gleich zu drehen, um einfach mal zu schauen, wie es ausschaut. So, ich versuche einfach mal eiskalt mit den Finger. Ich weiß nicht, ob das helfen. Ja, warte mal. Sollte los, ja. Heißt der Scheiß. Ist schon mal ein bisschen braun geworden. Das wollten wir auf jeden Fall erreichen. So, jetzt könnten wir schon wieder die Pfoten waschen. Ich habe die Kamera angemacht. Um zu zeigen, wie ich mir die Hände wasche, natürlich, David. So, dann röstet das Kaninchen jetzt noch ein bisschen von der anderen Seite an. Und jetzt geben wir schon den Knoblauch und die Zwiebeln dazu, die wir ja so fachmännisch geschnitten haben. Also ihr müsst da nicht unbedingt ultra fein schneiden oder so, das macht alles so wie ihr mögt und gibt immer so viel ran, wie ihr mögt. Wenn ihr beim nächsten Mal sagt, über mehr Zwiebeln, dann halt über mehr Zwiebeln. Oder so wie ihr Lust habt, ne?
wird jetzt hier alles noch schön angebraten und dann löschen wir im kurzen, würde sagen, noch auf jeden Fall mindestens ein Minütchen bis zwei mit Weißwein ab. Und dann wandert das Ding schon in unseren vorheizten Ofen. Da gucke ich jetzt nochmal kurz. Ich hänge hier mal eine kleine Kita an, der läuft schon. Wie gesagt, 200 Grad im Ofen. So, und dann wandert er erst mal eine halbe Stunde gleich darin. So, bewegt man nochmal. Nein, mit Schenkelpunkt. Und wie ihr seht, so, alles ist jetzt schon so ein bisschen angebraten. Gucken mal gleich unter den Kanickel drunter, weil wir wollen ja auch nicht, dass es schwarz wird. Ja, ich versuche mal wieder mein Glück. So. Ja, ein bisschen rumgesaut, aber geht noch, ein bisschen können wir noch. Hier bloß schon mal zwei runter. Und mal wieder Ende weiter. So, jetzt sieht er auch schon, dass sich hier alles ein bisschen qualmt. Das ist soweit ganz gut, aber jetzt müssen wir gleich ablöschen. Hier sieht das Stück. Wie gesagt, ihr hättet jetzt auch in Teile schneiden können. Ne? Jetzt haben wir ja schon ein bisschen Rauch. Ja, ich habe leider noch keine Dunstabzugshaube. So, das schaut doch erstmal so alles ganz gut aus. Zwiebelchen ist alles ein bisschen angebraten. Und jetzt schnappen wir uns das Weißweinchen, wenn ich ihn mal aufkriegen würde. Ich habe fettige Pfoten. Ich habe nicht aufgekriegt. Kannst du rausschneiden. Ja. Ich hab's offen, ich hab's offen. So, wie gesagt, das dreht er hier alles so schön an. Und jetzt löschen wir den Spaß eben mal mit Weißwein ab. Falls ihr euch fragt, warum Weißwein, also mir schmeckt da generell in hellen Soßen oder auch mit Senf halt wesentlich besser als Rot. Sonst nimmt man ja bei solchen Sachen auch eher mal einen Rotwein. Ist jetzt auch kein besonderer Wein. Theoretisch könnt ihr Wein nehmen, auch aus dem Tetrapack. Das ist vollkommen egal eigentlich, was ihr da nimmt. Ich habe mich aber jetzt für den Weißburgunder trocken entschieden. War aber auch nur der einzige, der da war. Weil ich wollte gerne die ganze Pulle kochen, das reicht mir nicht. Die kleine Flasche. So, wer jetzt hier seht, ist das schön eben mal abgelöscht. Zack. Ja. Und jetzt wandert die ganze Geschichte ab in den Ofen. So. Zack, zack. So. Ich würde euch empfehlen, am Anfang den Deckel mit drauf zu machen. Und halt dann zum Ende hin zu entscheiden, wie gesagt, wenn es nicht braun ist oder so, nochmal 10 Minuten draufheben. Also den Deckel nochmal mit drauf hier. So. Und dann bleibt das erstmal eine halbe Stunde drin. Danach gucken wir mal. Und danach kommt ein Becher Sahne dazu. Der hat in einer halben Stunde wieder und in einer halben Stunde wieder. Müsst halt gucken, wie weit das ist. Vielleicht reichen auch zwei Becher Sahne, aber sonst nehmen wir halt einfach drei. Müssen wir halt dann einfach schauen, wie das ausschaut. Ne? Genau, und dann verabschieden wir uns erstmal hier. Und dann jetzt nachher weiter, dann zeigen wir euch auch noch, wie die Semmelknödel gemacht werden selber. Wie gesagt, haben wir auch noch nicht gemacht. Mal schauen, wie es wird. Dann bis nachher. So Leute, jetzt mal Zwischenstand, halbe Stunde ist vorbei. Wir gucken jetzt mal drin, wie das Kaninchen aussieht und kippen jetzt den ersten Becher Sahne mit zu nach einer halben Stunde. Beim nächsten Mal, wenn wir gucken und so, müssten wir spätestens drehen. Bloß mal so als kleiner Hinweis. So, puh. Heiß, heiß, der Scheiß. Bloß nicht die Pfoten verbrennen. Ja. So. Da sieht man ja schon mal, dass ein bisschen was los ist. Quallt auf jeden Fall ordentlich. Brutzelt leicht. Wie gesagt, wundert euch nicht, dass es noch so hell ist. Das können wir nachher mit dem Deckel ab nochmal nachbräunen. Und dann, ach ja, den Scheißdeckel wieder drauf. Jetzt nehmen wir doch mal lieber die Topfhandschuhe.
Bitte. Es piept. Es war der Herd, weil der Lappen drauf liegt. Das aus. So. Es piept und blinkt. Ja, ja, läuft alles, ne? Okay. Okay. So. Oh Gott. Dann einfach rein, wieder zu und nochmal ein halbes Stündchen. So. Oh, du riechst das Essen. Nochmal 30 Minuten und wenn es das nächste Mal piept, Freunde, genau, das war die Nova, wenn das nächste Mal piept, dann gucken wir weiter. Dann dürfen wir das Ding drehen und dann kommt der nächste Becher Sahne dazu. Also, bis später. So Leute, alle klar, gucken wir jetzt mal rum und holen den raus. Kaninchen. So, machen wir mal den Deckel ab. So. Wie schaut das denn aus? Das schaut doch schon mal ganz gut aus. Das Lustige wird jetzt bloß, den Spaßvogel irgendwie zu drehen. Wie gesagt, da wäre der Vorteil vielleicht gewesen, wenn ihr das einfach klein gemacht hättet. Aber naja, so ist das halt. Was nehme ich denn? Ich nehme mal eine Grillzange, die macht sich schon mal ganz gut. Und irgendwas, mit was man so drunter gehen kann. Oh, sollte stabil genug sein. Und dann versuche ich das Ding jetzt mal ganz langsam zu drehen. So, haben wir schon mal die Hüfte. Guck mal her, mein Kumpel. Oh, das zerfällt jetzt schon recht, recht gut. Boah. Er will nicht ganz so, wie ich das möchte. Jetzt kommt er rum und zack, da ist er drin. So, sauber Zauber, Leute. Packen wir hier erstmal ins Kanal rein. Und jetzt kommt der zweite Becher Sahne. Zack. Jetzt braucht das Ding noch maximal eine halbe Stunde, vielleicht sogar nicht mal ganz. Und dann ist er eigentlich schon fertig. Und deswegen fangen wir auch gleich an, würde ich sagen, David, mit den Semmelknödeln und so. Und so langsam die Gemüse aufzusetzen. Genau, jetzt kann er von der anderen Seite noch ein bisschen, Deckelchen wieder drauf. Und dann wandert er wieder in den Ofen für die nächsten 30. Und danach ist er eigentlich schon süd wie fertig. Dann muss man Soße abschmecken. Guti. So Leute, jetzt fangen wir an. Ich bin hier, der David da. Und was wir jetzt machen, ist erstmal Semmel vom Vortag klein schneiden in Würfelchen und nebenbei setzen wir halt einen kleinen Topf mit warmer Milch auf mit 600 Milliliter. Wir haben 12 Semmel, deswegen 600 Milliliter Milch. Die muss lauwarm werden, also nicht kochen. Und die geben wir danach, wenn wir die Semmel geschnitten haben, erstmal drüber, dass das alles einziehen kann und dann gucken wir weiter. So. Na doch, Digga. Hat der David mir auch gerade noch rübergereicht. Milch. Wir benutzen laktosefreie, aber das macht überhaupt keinen Unterschied. Oh,
Lauwarme Milch da so ein bisschen drüber. Wie gesagt, 600 Milliliter. Versuchen so ein bisschen aufzuteilen. So, dann ist das da auch drin, Freunde. Dann kann das jetzt so ein kleines bisschen ziehen. In der Zeit, solange wie das ziehen soll, nehmt ihr euch eine Pfanne, haut ihr euch auch nochmal auf den Herd, macht die an. So ein bisschen schon mal. Genau. Und schneidet Zwiebeln und Speck. Und das bratet ihr in der Pfanne alles komplett an. Und wenn es dann schon etwas dunkelbrauner gebraten ist, kommt das alles mit zu dem Teig dazu. Genau. Und was wir noch machen müssen, fällt mir gerade ein, ist halt den Rosmarin noch bei dem Kaninchen mit dazu. Hätten wir schon mal vor 5 Minuten machen sollen. Aber ist ja kein Problemchen. Machen wir ganz schnell jetzt. Man kann den natürlich auch früher mit dazu geben, das ist jedem selbst überlassen. Dann müsst ihr halt einfach wieder gucken. Schaut da drin schon mal richtig gut aus. Kannst du dir mal zeigen, David. Komm mal ran, auf den Meter. Und jetzt, okay, nehmt euch hier einfach so ein Zweigchen und könntet hier einfach so runterfummeln. Genau, haben wir da einfach drin. Zack. Wenn ihr möchtet, könnt ihr den Rosmarin natürlich auch noch im Mörser anquetschen oder sowas. Oder einfach mit dem Messer so ein bisschen. Es geht einfach bloß darum, dass da so ein bisschen Rosmarin-Flavor drin ist. Die Reste mit drin. So. Dann machen wir uns hier mal kurz ein Löffelchen. Machen das hier mal noch so ein bisschen mit runter. Oh ja. Wird schon langsamer, guck mal. Ja, das zerfällt schon fast. Oh, richtig. Dauert nicht mehr lang, Freunde. Und dann geht es weiter hier. So, haben wir das auch noch gemacht. Die Stäbe könnt ihr natürlich hier auch mitzugeben, müsst ihr aber dran denken, falls ihr das noch püriert oder sonst was, nehmt die natürlich wieder raus. Ne? So, haben wir noch ein paar Schnipsel drin damit. Achso, Deckelchen drauf. Obwohl, wir lassen den Deckel jetzt schon mal ab, weil es ist ja eh nicht mehr so lange. Wie gesagt, den dritten Becher Sahne, den sparen wir uns heute, aber ihr müsst halt gucken, wie viel ihr halt machen wollt, wenn ihr Soßenliebhaber seid. Nehmt halt noch den dritten Becher. Wenn der Kaninchen ein bisschen größer ist oder massiger und ihr das eh eine halbe Stunde länger machen müsst, braucht ihr auch mehr Soße, weil vielleicht mehr Leute von essen. So, die Pfanne wird jetzt langsam warm. Da unten geht's weiter. Und der David und Icke müssen jetzt Zwiebelchen schneiden. Und das seht ihr jetzt wieder da drüben. Hier ist jetzt der David, der hat wie gesagt hier schön die heiße Pfanne und da knallt er jetzt den Speck drin. Ich weiß ja nicht, wie viel das sind, steht da drauf, David. Irgendwo auf der Verpackung. Also, 150 Gramm, 3x50. Die haut er da jetzt drin und brät sie erstmal ein bisschen an und danach kommen unsere geschnittenen Zwiebelchen dazu, nämlich die hier drüben. Und die braten wir mit an. Pfannenwender.
Und dann musst du dir da so ein Löffelchen nehmen. Genau. Und dann braten wir das da alles an. Dann kommt das da alles in den Teig. Und dann kommen noch Eier dazu. Und dann wird es vermengt und daraus werden dann Semmelknödel, Freunde. So schaut's aus. Jo, Leute. Dann mache ich hier schon mal weiter. Der David ist ja drüben immer noch am Anbraten. Hier kommen jetzt nämlich noch so 3 Eier circa rein. Wenn ihr L-Eier habt, müsst ihr mal gucken, ob er 3 nimmt. Oder vielleicht doch 4. Aber wir machen es erstmal mit 3 Eiern. Und dann kommt jetzt noch Petersilie mit ran. Müsst ihr natürlich auch nicht machen, wenn ihr mögt. Könnt auch andere Kräuter nehmen. Und dann kommt jetzt super toll gebratene Zwiebel-Speck-Zeug von David mit dran. Also, fangen wir mal an. So, meine Lieben, hier kocht jetzt das Wasser, bloß ein bisschen Salz für die Semmelknödel und hier drüben kocht das schon langsam für die grünen Bohnen. Und jetzt sehen wir hier gleich die Semmelknödel drin, da die grünen Bohnen. Die Semmelknödel brauchen ein bisschen länger, deswegen warten wir vielleicht bei den grünen Bohnen noch mal ein bisschen, weil die brauchen 25 Minuten und die hier brauchen nur ungefähr 10, aber wenn man noch 5-6 Minuten drauf gerechnet, um das durch die Butter zu schwenken, also 10 Minuten später. So, und im Ofen sieht es auch tippitoppi aus. Oh ja, auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, lassen wir so plumpsen oder was? Na, kocht noch nicht ganz. So Leute, jetzt lassen wir sie mal reinplumpsen. Und dann, wie gesagt, müssen die 25 Minuten ziehen, nicht kochen. So Leute, hier sind die Semmelknödel, jetzt schon 10 Minuten, 15 brauchen sie noch. Und wir haben jetzt hier hinten das Wasser, was der vorhin schon mal gekocht hat, für die grünen Bohnen. Das kocht jetzt nochmal auf. Dann kommen die TK-grünen Bohnen rein, ungefähr 10 Minuten. Ihr müsst mal gucken, wie bissfest ihr sie haben wollt. Dann einfach abgießen und dann nochmal in Butter schwenken. Wir haben dafür jetzt Kräuterbutter genommen, die faule Variante. Sonst könnt ihr noch Gewürze oder andere Butter oder Kräuter oder sonst was nehmen. Und dann geben wir die grünen Bohnen noch rein, so ungefähr die Hälfte. So, dann machen wir jetzt bloß noch mal kurz den Deckel drauf, dass das noch mal so ein kleines bisschen aufkochen kann und danach drehen wir runter, weil die sollen auch nur ziehen, so in der Art wie hier bei den Semmelknödeln. Und nach 10 Minuten holen wir die raus, die brauchen jetzt noch knapp 12,40, die noch mal in Butter schwenken, die sind fertig und das Kaninchen, das ist schon fertig, das müssen wir bloß noch mal abschmecken, das machen wir dann auch gleich und dann wird geschlemmt, denn bis gleich.
So, meine Lieben, die Knödel sind jetzt fast fertig. Die brauchen noch eine Minute 30 circa. Die Bohnen, die sind auch gut, finden wir. Wie gesagt, müsst ihr selber austesten. Die gieße ich jetzt einfach mal ab. Und danach werden die einfach nur noch in Kräuterbutter geschwenkt. Hardcore abgießen und so. Das geht auch noch. Da so ein bisschen Kräuterbutter dazu. Da. Ich habe leider nur die kleinen Riegel, wenn ich da natürlich irgendwas anderes hätte, wäre viel geiler. Dann nehmen wir uns hier, würde ich mal sagen, einen kleinen Löffel und fangen da an, ein bisschen Kräuterbutter mit reinzuschauen. So, meine Lieben, da haben wir schon mal unsere Klöße. Abwaschen und aufräumen machen wir später. Die anderen kann der David mal herschwenken. Die ziehen jetzt hier noch im Topf. Die brauchen jetzt auch noch mal ihre 25 Minuten. Können wir noch mal ein Leckerchen rausholen. Hoppala. Und die grünen Bohnen hier hinten, die sind jetzt soweit eigentlich fertig. Da hat sich die Kräuterbutter schön drin aufgelöst. Dann haben wir das. Dann haben wir das. Die Knödel haben wir. Dann hole ich jetzt mal Kaninchen raus, Freunde. Ja, Kräuterbutter und alles beiseite. So, Freunde, heiß der Scheiß und da ist es. Wunderschön, schön braun geworden, die Soße habt ihr unten. Soße müssen wir jetzt bloß mal abschmecken, da halte ich jetzt mal ein Löffelchen drin. Und da gucken wir mal, ob noch was fehlt. Oder ob das gut so ist, Freunde. Das ist so. Die hat ordentlich Stärke, ist zwar ein bisschen dünn, aber durch den ganzen Speck und die Zwiebeln ist das echt super und schmeckt echt mega. Müsst ihr selber kochen und selber essen. So, Freunde, wie gesagt, wir haben jetzt hier die Klöße fertig. Die anderen, die machen noch da hinten. Wir haben eine Kaninchen fertig. Die grünen Bohnen sind fertig. Jetzt schnappen wir uns Teller und essen wir. Und hier ist der leckere Teller von mir. Und jetzt gucken wir mal, wie es den anderen schmeckt. Kuckuck. Na, wie schmeckt's? Richtig lecker. Haut schon rein, meint er, ja? Sehr gut. Beine geworden. Haben sich auf jeden Fall einen ordentlichen Teller gemacht. Und ja, Leute, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir irgendwas anderes kochen. Mal schauen, was das wird. Bis denn, Antenne.